So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen den Chemnitzer FC. Endstand 1:0 für die Fortuna. Spiel heute sahen 1487 Zuschauer. Ich darf beim Trainer bei mir begrüßen und würde dann den Gast, Sven Köhler, vom Chemnitzer FC, ins Statement bitten. Für uns ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, keine Frage. Wir haben das Heimspiel gegen Lotte verloren, haben jetzt das Auswärtsspiel in Köln verloren. Ist ganz logisch so, dass natürlich auch dadurch der Druck auf uns größer wird. Ich glaube, dass es bis zum 1:0 für Köln eine relativ ausgeglichene Partie war, ohne dass sich eine Mannschaft direkt jetzt Vorteile erspielen konnte. Die Kölner waren immer wieder vor allem auch bei ihren Standards gefährlich. Wir hatten zwei gute Aktionen mit Cincotta und Daniel Frahn, dort vielleicht selber das Tor zu machen. Wir hatten dann nach dem Tor natürlich bis zur Pause auch mental da ein bisschen dran zu knabbern. Haben in der zweiten Halbzeit das versucht, ohne dass da die ganz große, klare spielerische Linie da war. Haben natürlich in dem Wissen, dass wir mehr riskieren, auch den Kölnern ein, zwei sehr, sehr gute Konterchancen zugelassen, wo sie hätten das Tor machen können. Wir hatten selber dann die Möglichkeit mit der Eingabe von Philipp Türbels aufs Vorschuss und dem Vorbeirutschen von Jamil Demm und Tim Danneberg die Möglichkeit, vielleicht doch noch den Ausgleich zu machen, ist nicht passiert. Tut sehr, sehr weh und führt natürlich dazu, dass Unruhe entstehen, keine Frage. Danke, Herr Köhler. Dann Uwe, dein Statement. Ja, das ist eins der Spiele, die mit Sicherheit ja, sehr, sehr schwierig zu coachen sind, weil du ganz genau weißt, eine Fehlentscheidung auf dem Platz kann dazu führen, dass du dieses Spiel eben nicht gewinnst oder möglicherweise sogar verlierst. Im Vorfeld des Spiels bin ich sehr, sehr stark schwanger gegangen, nicht nur mit der richtigen personellen Auswahl, sondern vor allen Dingen auch mit der richtigen taktischen Ausrichtung. Ich war mir eigentlich bis Donnerstagmorgen relativ sicher, eher aus einer Dreierkette heraus zu agieren, weil ich schon die zentrale Qualität vor allen Dingen von Toni Fink hinter Frahn ein Stück weit aus dem Spiel nehmen wollte. Aber es hat mir einfach nicht gut gefallen, weil wir zwar im Anlaufverhalten dann das immer ganz gut gemacht haben, aber ich schon so visualisiert habe, dass wir möglicherweise zu wenig Zugriff im Zentrum kriegen. Deswegen haben wir es dann letztendlich mit der klassischen Variante probiert und wollten trotzdem Chemnitz sehr, sehr frühzeitig anlaufen, sehr, sehr viel Druck machen, das Spiel zu einem laufintensiven Spiel machen. Ich habe vorher das Thema Verlässlichkeit sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. All diese Faktoren habe ich heute gesehen. Ich finde, wir haben, weil es uns einfach schwerfällt, natürlich gegen so viel individuelle Qualität, um wirklich 1:1 dagegen zu halten, finde ich, haben wir sehr, sehr viel kompensiert. Durch Mut tief in der gegnerischen Hälfte haben dadurch Chemnitz immer wieder gezwungen, noch mit langen Bällen zu operieren. Da muss man derzeit sagen, sind mit Balaua, Ferro und Pazurek davor mit Sicherheit derzeit in der Liga sehr, sehr stark. Dadurch kannst du Gegendruck entfachen. Es hat mir imponiert, wie viel Intensität die Mannschaft in dieses Spiel gelegt hat und hat dann trotzdem beispielsweise in dieser Kontersituation, die perfekt ausgespielt wurde, eben auch die Übersicht bewahrt. Das ist dann auch eine Fähigkeit, die sich mit Sicherheit rausgebildet hat in den letzten Wochen. Darüber hinaus muss man natürlich am Ende darüber reden, dass wir wahnsinnig viel Glück hatten bei den ersten beiden Situationen. Mein Kollege hat es jetzt ein bisschen klein geredet. Also normalerweise bei der Qualität, die Chemnitz hat, sitzt der erste Ball, wo er nach der Einwurfsituation schlafen und die Eingabe dann so ein paar Meter eben nicht zum Torerfolg führt. Das war fast eine Duplizität zum Kiel-Spiel, wo wir eine ähnliche Situation zu überstehen hatten. Bei dem Pfostenschuss oder Lattenschuss konnte keiner mehr eingreifen. Wenn der einschlägt, ich glaube, dann wird es hier ein ganz ekliges Spiel. Vielleicht ein Spiel wie letztes Jahr bei 0:3. So haben wir es eben selbst geschafft, in Führung zu gehen. Haben darüber hinaus in der zweiten Halbzeit ein paar ordentliche Konter gefahren. Haben mit Sicherheit mit sehr, sehr viel Hingabe diese Geschichte verteidigt. Nochmal, was mir imponiert hat, dass wir wirklich jede eigene Standardsituation wie eine Großchance gesehen haben. Selbst seitliche Einwürfe. Da hat man so den Willen, die Geiligkeit der Mannschaft gespürt, das zu einer Chance zu machen. Wir haben aus meiner Sicht die gegnerischen Standardsituationen perfekt verteidigt, was mit Sicherheit gegen Chemnitz auch ein wichtiger Schlüssel ist. Und somit dann am Ende 1:0 gewonnen. Von verdient zu sprechen, glaube ich, wäre blödsinnig. Aber ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass es uns ein drittes Mal in Folge gelungen ist, zu Hause zu 0 zu spielen und dann letztendlich auch immer im richtigen Moment zuzuschlagen. Danke, Uwe. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja, Christian? Hast du das Startelfdebüt von Serge Korup gesehen und das Allgemeindebüt von Sergio Alibas? Ja, ich glaube, bei Serge hat man schon gesehen in den ersten Minuten, dass da eine ganze Menge im Körper und Kopf los war. Darüber hinaus, glaube ich, hat der Serhard dann aber einen sehr, sehr schnellen Lernprozess vollzogen. Also wir müssen jetzt mal davon sprechen, gegen welche Viererkette hat er gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele Endres und Konrad auf höchstem Niveau gestritten haben. Jetzt war das auch noch auf meiner Seite. Ich konnte immer sehr, sehr schön sehen, wie die Jungs den frühzeitig irgendwo geschoben haben, haben immer eine verpasst und dann hat Serhard keine gute Position gehabt, um den Ball zu verteidigen. Das ist mit Sicherheit ein Lernprozess. Beeindruckend, dass er den innerhalb von 90 Minuten geschafft hat. Das wurde von Minute zu Minute aus meiner Sicht besser.
Er muss dann mit Sicherheit auch noch etwas mutiger sein in Bezug auf seine eigenen Fähigkeiten. Denn eigentlich hat er diesen sehr guten Torabschluss, diesen Instinkt. Da hat er das ein oder andere Mal noch Verantwortung weggeschoben. Aber aus meiner Sicht hat er sich zumindest hervorragend in das Gefüge eingebunden und hat sehr, sehr fleißig gearbeitet. Das Allerwichtigste für mich an alle Fortunen, an alle Jungfortunen, ne, es muss nicht nur bei Fortuna Köln über Transfers funktionieren, sondern es geht eben auch über Leistung, über Hingabe. Wenn man bedenkt, dass der Junge letztes Jahr in der Bezirksliga gebombt hat ohne Ende, er hat sich nie beklagt, er hat nie irgendetwas gefordert, sondern hart an sich gearbeitet, dann ist das ein Weg, der sich aus meiner Sicht lohnt, weil wir heute beweisen konnten, dass auch ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich Drittliga-Fußball spielen kann. Und das ist mit Sicherheit sehr, sehr befriedigend und auch wichtig für alle anderen, die derzeit von der U5 bis zur U19 bei uns Fußball spielen. Bei Selçuk Alivas muss man mit Sicherheit sehen, dass er aus meiner Sicht ein bisschen Probleme hatte, so die Aggressivität des Spiels anzunehmen. Auf der anderen Seite sieht man seine Genialität in der einen oder anderen Situation. Er schlägt Standards wie Brandbomben. Das wird uns mit Sicherheit auf Sicht helfen, weil wir auch mittlerweile die richtigen Jungs haben, die diese Situation dann ausnutzen können. Das hat man schon bei der Situation von Noah Ferro gesehen. Und darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass er ein Unterschiedsspieler für uns werden kann. Das wird noch ein bisschen dauern, weil natürlich hat er lange kein Fußball gespielt. Und mitten in der Saison dann die körperlichen Defizite aufzuholen, ist im Trainingsbetrieb dann ganz okay. Aber die Intensität eines Spiels erfordert eben noch mal ein bisschen was anderes. Da müssen wir einfach in den nächsten Wochen die richtige Entscheidung treffen. Aber ich erwarte mir von dem Jungen eine ganze Menge. Eine zweite Frage. Wenn man so die letzten Heimspiele der vergangenen Saison sieht und jetzt die ersten drei, kein Gegentor, 9 Punkte, wie erklärst du das oder wie habt ihr das geschafft, das Südstadion wieder zur Festung zu machen? Ja, es hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir jetzt eben nicht mehr mit einer sehr, sehr hohen Zahl an individuellen Wacklern defensiv arbeiten, sondern dass die Spieler, wir haben eben das Thema Verlässlichkeit, also ich habe es diskutiert, dass die Spieler mittlerweile mit einer sehr, sehr hohen Hingabe verteidigen. Dass sich Gruppen aus meiner Sicht hervorragend absichern. Wenn man jetzt sieht, wie da beispielsweise ein Baller einfach draufgepackt hat, dann ist das sehr beeindruckend. Wenn man sieht, wie sich ein Kruse Kwan in solche Spiele reinbeißen kann und dann kaum noch auszuspielen ist, dann sind das Qualitäten, die dafür stehen, dass wir in der Lage sind, zu Null zu spielen. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit Markus Pazorek einen ganz, ganz wichtigen Spieler in der gesamten Rückrunde des letzten Jahres nicht zur Verfügung hatten. Er ist ein wahnsinniger Stabilisator, der viele intelligente Entscheidungen fällt und immer eine Situation vorausdenkt. Dadurch sind wir vor der Abwehr sehr, sehr stabil. Und man darf eben am Ende auch nicht vergessen, dass wir am Ende der letzten Saison in vielen Heimspielen auch nicht eine optimale personelle Situation auf den Platz gebracht haben. Das ist bei Fortuna Köln eben etwas, was man noch nicht verlangen kann bei dem Budget, dass du 20 gleiche Spieler hast und alle immer ihre Leistungen top abrufen können. Und derzeit haben wir da auch ein gewisses Personalglück. Schlüsselspieler sind auf dem Platz und sind in einer sehr, sehr guten Verfassung. Und das führt dann dazu, dass du insgesamt besser verteidigen kannst. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass die Jungs auch wirklich wahnsinnig hart gearbeitet haben bei der Vorbereitung. Dass gerade diese Themengebiete ganz entscheidende waren. Und wenn du dann die Früchte der Meisterschaft ernten kannst, ist das wunderbar. Weitere Fragen? Sehe ich nicht mehr. Dann vielen Dank für das Interesse und kennen uns mit Drücken.